Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. Und heute stellen wir uns unserem nächsten Blacklist-Gegner. Das ist der Big Lou. Ich denke, wir beginnen einfach sofort. Ja, zwei Rundenkurse möchte der gegen uns fahren. Ja, das können wir gerne machen, mein Freund. Aber nur, wenn ich dein Auto in Check kriege. Weil ich werde sowieso gewinnen. Nee, wir gucken mal, wie gut es sich gegen den fährt. Wir nehmen... Mazda ist ausgewählt. Letzten Folge frisch gepimpt. Mal gucken. Tja, jetzt dürfen wir gegen den kleinen Mitsubishi fahren. Da muss ich erstmal den Ton leiser machen. So, wir gehen sofort in Führung. Ha! Hat der kleine Big Lou keine Chance. Und der will Big sein. Ha! Jetzt mal gucken, links können wir nicht abkürzen. Schade, das wäre praktisch gewesen. Dann fahren wir einfach hier lang, weichen den Verkehr aus und der Typ hängt uns ganz schön dicht dran. Und überholt uns. Na super, alter Schwede, der ist gut. Und ich bin schlecht. Und was dabei rauskommt, ist klar. Okay, das war jetzt nicht so gut. Was auch immer er da gemacht hat. So, dann macht er hier ruckartiges Nitro. Die Kurve ist doof, das gefällt dem Mazda irgendwie nicht. Da fährt er nicht so schön durch. Dabei haben wir doch in der letzten Folge extra unser rosa-blaues Dings hier gemacht. Jetzt fällt mir der Name davon nicht ein. Ist ja unglaublich. So, aber... Ach, wir führen wieder. Super. Wozu Abkürzungen so gut sind. Aber ich glaube, die Führung ist schnell wieder weg. Oh, das wird schwer. Wir müssen mit dem Nitro besser aufpassen. Eigentlich so wie bei immer jedem Gegner, was ich ja nie mache. Ich mache einfach, verpulver das Nitro einfach total sinnlos und zack, weg ist es. Der fährt die Abkürzung in der ersten Runde nicht. Wir haben ja zwei Runden. Ich gehe mal davon aus, dass er in der zweiten Runde die Abkürzung fährt, aber irgendwie haben wir jetzt ordentlich Vorsprung gekriegt durch unerfindliche Gründe. Den Vorsprung müssen wir jetzt auf jeden Fall nutzen und ausbauen, aber ich glaube, das wird... Nein! Mist, das wird schwer, sag ich ja. Gut, dass wir das Nitro jetzt hatten. Wow, die Kurve haben wir noch gekriegt. Ich dachte, wir knallen jetzt dagegen und verlieren Geschwindigkeit. Aber nein, der Mazda hat's gepackt. Mir fällt jetzt übrigens erst auf, dass der leicht grünliche Scheiben hat, der Mazda. Oh, wir dürfen rechts rumfahren. Ach, hier ist Rennenbeginn. War das nicht weiter vorne? Ah, okay, ja, es ist tatsächlich weiter vorne. So, dann geben wir mal Vollgas. Letzte Runde. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir das hier diesmal besser kriegen, dann dürfte er uns nicht mehr überholen können. Aber ich glaube, er kommt wieder. Ja, er kommt wieder. So, keine Fehler machen. Dann geht das schon klar. Ne? Jetzt gleich werden wir sehen, ob er die Abkürzung nimmt, wenn die erste Abkürzung kommt. So, ich glaube... Super. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich wollte gerade den Ton ein bisschen lauter machen. So, er fährt die Abkürzung hier nicht. Jetzt aber die Frage, das ist hier nur eine. Fährt er die zweite da unten gleich oder nicht? Mist, die Kurve haben wir nicht so gut gekriegt. Die hat er zwar ein bisschen besser, aber er hat uns nicht überholt. Er ist noch relativ weit hinten. Und auch nicht sehr schnell unterwegs scheinbar, weil wir bauen unseren Vorsprung langsam wieder auf. Ja, er fährt die Abkürzung auch. Das war schon irgendwie klar, dass er in der zweiten Runde dann Abkürzungen fährt. Und jetzt überholt er uns. Ist ja unglaublich. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Jetzt wird's eng. Wir sind nämlich, glaube ich, kurz vorm Ziel. Ah, okay. Jetzt kommen wir wieder näher. Nein! Boah, Alter. Dein Nitro wird dir auch nicht helfen. Ich werde dich besiegen. Ja! Nein! Jetzt müssen wir nur dicht dranbleiben. Alter. Gut, wir haben ihn weggedrängt. Das ist gut. Da vorne ist nämlich jetzt gleich das Ziel. Solange wir jetzt vorne bleiben, ist alles gut. Ja, ja, wir schaffen es und wir haben gewonnen. Alter Schwede. Puh, das war knapp und anstrengend, aber cool. Haben wir das erste Rennen gewonnen und zum nächsten Rennen mal sehen, was wir diesmal fahren dürfen. Hoffentlich ein bisschen eine bessere Runde. Ja, ein bisschen Gas geben, super. Oh, wir stehen schräg. So, okay, wir fangen hier an, wo wir das letzte Rennen beendet haben. Da müssen... Nee, das haben wir nicht. Das haben wir nicht hier beendet, oder? Doch. Ach, ist ja lol. Ist ja... Ist das jetzt verkehrt herum, oder was? So, diesmal fährt er auch innen rum. Okay.
Diesmal ist er schlauer. Aber hier können wir auch nicht abkürzen. Na super, ich will abkürzen. Hallo. Mann, oh, das ist unfair. Warum kann ich nicht abkürzen? Kann ich jetzt rechts? Ich kann nicht rechts. Schade. Ich hab gehofft, dass ich rechts fahren kann. Dann hätten wir wenigstens ordentlich Vorsprung. Weil ich nicht davon ausgehe, dass er diese Abkürzung genommen hätte. Wahrscheinlich in der zweiten Runde, so wie vorhin. Aber gut. Oh, wir haben sogar drei Runden. Mist. Okay, dann wird es diesmal ein bisschen länger. Mal schauen. Ach, ich habe übrigens auch überlegt, dass wenn wir das hier gewinnen sollten, was gerade schlecht aussieht, dass wir dann versuchen, wir haben ja immer zwei Versuche. Ha, nein, ha, Glück gehabt. So, dass wir in der ersten Runde versuchen, sein Auto zu gewinnen. Ich nehme einfach die Mitte. Ha. So, und danach nehmen wir einfach irgendein Tuning-Upgrade. Mal schauen, ob wir Motor, Optik, also Lack oder hier Karosserie nehmen. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber eins von dreien werden wir dann nehmen. Aber ich tendiere zu einem Motor-Upgrade. Ich denke, das wäre ganz cool, weil dann könnten wir ein bisschen was leistungsmäßig machen. Und ich denke, das könnten wir... Er ist die Abkürzung auch gefahren. Aha. Ich denke, das könnten wir dann in den Punto investieren. Der hat sich nämlich ein Upgrade verdient. Den haben wir schon lange nicht mehr richtig gepimpt. Und wir haben die letzte Kohle auch hier für den Matze ausgegeben. War relativ teuer, aber wir müssen ja gegen den Betrieb irgendwie gewinnen. Und ich glaube, das mit dem Geld, das wird ein bisschen eng. Ein neues Auto kaufen. Ich wollte ja den Mustang haben. Aber je nachdem, welcher Gegner jetzt als nächstes kommt, brauche ich mir den Mustang gar nicht kaufen. So, jetzt hätten wir die erste Runde. Sind noch zwei übrig. Na super, das ist ja schon ein ziemlich langes Rennen, ne? 2 Minuten, eine Runde. Okay, dann haben wir noch 4 Minuten ungefähr vor uns. Dann wird sich entscheiden, ob wir das Rennen gewinnen und sein Auto eventuell kriegen oder nicht. Aber auf sein Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht ganz so scharf. Den finde ich nicht ganz so cool, den Mitsubishi. Den finde ich nicht so schick. Ich fand den Mazda hier, den finde ich super. Den Toyota Supra, den ich noch unbedingt mal tunen muss, den finde ich total geil. Aber leider ist der, was Kurven angeht, ein bisschen doof. Der fitscht ziemlich viel. Der hier, der lenkt sich etwas direkter, der Mazda. Am besten ist aber nach wie vor immer noch der BMW. Der ist, was Kurven angeht, das beste Auto, was es hier gibt. Und der ist auch beschleunigungsmäßig gut. Nur das Nitro, finde ich, ist irgendwie so das Schlechteste an dem Auto. Ansonsten ist der eigentlich somit das beste Auto. Ist ja auch so das letzte. Nur eben das Nitro. Das gefällt mir gar nicht. So, oh nein, jetzt regnet es auch noch. Na super. Dann fahren wir gegen die Wand. Oh oh, ich glaube, der geht jetzt in Führung. Ja, er geht in Führung. Na super. Ha! Boah, geil, der hat sich gedreht. Jetzt muss er aber Vollgas geben, damit er noch hinterherkommt. Schade, es hat uns jetzt nicht so viel Zeit eingebracht, aber wir haben ihn wieder überholt. Das ist gut, aber er hätte ruhig eigentlich erster bleiben können, insofern, dass wir sowieso noch eine Runde hätten. Aber je eher wir erster sind, desto besser. So, jetzt fährt er da hinten irgendwie Slalom. Versucht wahrscheinlich keine Mülltonne mitzunehmen. Naja, umso besser für mich, wenn er da irgendwelche Spirenzchen macht. Jetzt haben wir wieder einen ordentlichen Vorsprung, den müssen wir behalten. Ich glaube, in der letzten Runde wird er nochmal ordentlich zulegen und versuchen, uns einzuheizen. Dementsprechend müssen wir gegenwirken. Aber ich glaube, das wird schwerer als gesagt. So, jetzt fitscht er da rum. Ich glaube, der Typ, der driftet. Das ist so ein Drift-Typ. Würde auch ziemlich gut passen, nur zum Auto irgendwie nicht. Ich finde, zum Auto passt das nicht, aber sonst, ja. Man kriegt ja hier hinterher noch den Mitsubishi Lancer. Und der ist ja sowieso das perfekte Drift-Auto, wie ich finde. Ich weiß noch nicht wann. Ich glaube auf Platz 7, aber das habe ich schon mal gesagt. Boah, Alter, jetzt hat er auf einmal wieder so unheimlich viel an Vorsprung das weggenommen. So viel Strecke gut gemacht, das finde ich echt krass. Der Typ ist verdammt schnell. Nein, dann fahren wir auch noch in den Lieferwagen. Was fährt hier auch ein Lieferwagen her? Was will der denn liefern? Jetzt kommt er näher. Gefährlich näher. So, jetzt müssen wir echt gucken. Ja, fahr in das News-Auto. Nein, fährt er nicht. Natürlich fährt er da nicht rein. Ich habe zu wenig Nitro wieder. Also ich muss echt mit dem Nitro ein bisschen besser hier auskommen, ne?
Das ist irgendwie immer so. Ich fahre ein schweres Rennen und dann jedes Mal, wenn ich Nitro brauche, habe ich kein Nitro, weil ich das immer ausgebe. Also verplempere. Ja, okay, das war jetzt nicht verplempert. Das war ganz okay. Jetzt fährt er auch innen rum. Na super, in der letzten Runde. Ich glaube, dass in der vorherigen Runde, dass er da vorne so schön gedreht hat, hat ihm nicht gepasst. Dann hat sich gedacht, ah, da mache ich den Momo einfach mal nach. Da fahre ich auch darum. Aber keine Sorge, mein Freund, ich gewinne. Müssen wir mal gucken, wir fahren wieder die Abkürzung. Wuhu. Wir hatten ja in letzter Zeit ziemlich viel Glück hier. Ich habe die Abkürzung eher so in Erinnerung, dass sie schwer zu fahren ist, insofern, dass du da gerne irgendwo hängen bleibst, dass du gegenknallst und dann einfach stehen bleibst und dann war's das. Ist ganz gut, dass wir das Problem jetzt nicht haben. Ja, wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Wir haben einen guten Vorsprung. Er ist gut weit hinten und das Ziel ist nahe. Wenn wir jetzt nichts fett falsch machen, ist alles sicher. Ja, der fährt auch noch außen rum. Noch leichter kann das uns eigentlich nicht machen. Ja, ich sehe schon die Ziellinie. Wir werden gewinnen, wir haben gewonnen. Juhu. Geil, 104... Oh, 10.000 kriegen wir dafür, das ist super. Ich habe gar nicht drauf geachtet, haben wir beim ersten Mal auch 10.000 gekriegt? Das wäre cool. So, wir können zwei Marker aussuchen, dann gucken wir mal. Wie gesagt, in der Mitte. Oh, einmal Handschellen. Was haben wir? Unique Part Upgrade, Unique Part Upgrade und Unique Performance Upgrade. Ich nehme das Performance. Nicht wirklich. Ja, wir hätten alles Mögliche nehmen können und wir kriegen was? Reifen. Reifen kriegen wir. Wow, also das hat sich wirklich überhaupt nicht gelohnt. Also Reifen, naja. Aha, was ist denn das für ein Schnösel? Karl Schmidt, aha. Gucken wir mal, der Baron. Oh, this Flake calls himself Baron. Ah, okay, dieser komische Typ hier nennt sich selber Baron. Dann gucken wir mal, was hat er für eine Karre? Das ist Nummer 10. Ist ja so ein richtiger Schnösel, der Typ. Ah, okay. Das erklärt einiges. Passt perfekt. Die Karre will ich haben. Das steht schon mal fest. Die Karre möchte ich unbedingt haben. Die ist ziemlich cool. Und wir kriegen da... Oh, oh, von unserem besten Freund. Don't get too excited, punk. You still ain't rolling my streets. And if I have anything to say about it, you never will. Ich würde sagen, da hat jemand Angst. Nicht mehr und nicht weniger. So, dann... Ach, ich dachte schon, wir haben jetzt den Porsche. Den hätte ich gerne, den Porsche. Den finde ich cool. Gut, dann müssen wir mal gucken. Dann machen wir das Reifen-Upgrade in der nächsten Folge. Boah, dieses unglaublich krasse Reifen-Upgrade. Wirklich neue Reifen haben wir gewonnen. Das ist unglaublich. Dann müssen wir mal gucken, wie dick unser Bankkonto jetzt ist. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was machen am Punto. Ja, dann unser Reifen-Upgrade, worüber ich mich ja wirklich freue. Das Reifen-Upgrade. Ja, gut, dann hoffe ich sehr, dass euch diese Folge hier gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und ein Reifen-Upgrade machen. Und sagt dann auf Wiedersehen.